ich bin Laura und wir machen heute zusammen die Taukreuze. In eurer Box findet ihr einmal die Rohlinge in verschiedenen Größen. Dann findet ihr Schmirgelpapier, kleine Ösen, für jedes Taukreuz eine, ein Schlüsselring und Lederbänder. Dann Farben für eure Taukreuze, die haben wir euch abgefüllt. Und einen Pinsel. Zuerst nehmt ihr eure Rohlinge und das Schmirgelpapier und schmirgelt die Kanten, die vom Sägen jetzt ziemlich raus sind, schön glatt. Dazu geht ihr am besten nach draußen, weil das kann ein bisschen staubig werden. Umso mehr ihr schmirgelt, umso runder werden die Kanten und umso weicher wird auch das Holz. Vergesst bitte nicht, auch die Flächen hier oben und unten ein bisschen anzuschmirgeln. So, ich glaube, das ist jetzt ganz schön gut. Jetzt nehmt ihr euch am besten eine Unterlage, einfach eine alte Zeitung oder einen Karton und holt euch den Pinsel und die Farben. Wir haben in der Box auch Zeitung für euch bereitgelegt, falls ihr gerade keine zu Hause habt. Das Taukreuz könnt ihr jetzt einfach auf eure Unterlage legen. Dann nehmt ihr euch die Farben, die ihr wollt. Taucht den Pinsel einfach etwas ein. Und dann könnt ihr euer Taukreuz einfach anmalen. Ihr könnt es überall dort anmalen, wo ihr wollt. Wenn ihr fertig seid, legt ihr das Taukreuz einfach auf eure Unterlage und lasst es gut trocknen. Wenn es trocken ist, nehmt ihr das Taukreuz und so eine kleine Öse. Diese könnt ihr dann in das Loch, das wir euch hier oben vorgebohrt haben, hineindrehen. So, und schon ist euer Taukreuz fertig. Jetzt könnt ihr noch entweder einen Schlüsselring oder ein Lederband daran befestigen und es entweder an euren Schlüssel machen oder auch als eine Kette tragen. So, und fertig ist euer Taukreuz, das ihr jederzeit bei euch tragen könnt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und schickt uns doch einfach ein Bild von eurem Taukreuz. Ich freue mich schon auf eure Ergebnisse. Tschüss! Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.